Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal ein Vlog, welches aus zwei Teilen bestehen wird. Näheres gleich dazu. Und ja, heute ist der 30. Mai und ich fliege heute in die Türkei nach Izmir. Und es wird mein erstes Mal sein und ich dachte mal, ich nehme euch mal mit in diese große Stadt. Es bleibt nicht nur bei Izmir, sondern auch in die Urlaubsregion. Also unterhalb von Izmir ist Kuş Adası und da werden wir auch im Hotel Strandurlaub machen. Ja, es ist eine Kombination aus Städte und Strandurlaub. Im ersten Part wird es um die Stadt Izmir gehen. Kurz zu Izmir, was ich jetzt nur aus dem Kopf weiß, ich habe jetzt nicht recherchiert, aber es ist halt im Westen der Türkei und ist eines der größten Städte in der Türkei. Ich war noch nie in der Westküste. Ich war nur in Istanbul und Region Antalya, Alanya so. Und in dem Hotel, wo wir sein werden, Life Corner Hotel heißt es. Das ist ein 4-Sterne-Hotel mitten im Zentrum. Soll ein geiles Zimmer sein mit Whirlpool und dafür haben wir 80 Euro für 2 Nächte pro Person bezahlt. Da nehme ich euch dann auch natürlich mit und bin gespannt auch auf das Zimmer, ob das wirklich so geil aussieht wie auf den Bildern. Ja. Im zweiten Teil wird es dann nach Kuş Adası gehen, zu dem 5-Sterne-Hotel Liberty. Liberty Kuş Adası heißt es, glaube ich. Und da bin ich mehr gespannt. Eigentlich wollte ich ja anfangen zu filmen, wo es geregnet hatte, damit es man direkt zeigt, so, okay. Es sieht sehr traurig aus in Deutschland, sehr düster, schlechtes Wetter, aber jetzt scheint wieder die Sonne. Aber es ist sehr regnerisch, kaum über 20 Grad und ich glaube, jetzt Strand wird sehr gut tun mit fast 30 Grad, oder über 30 Grad habe ich gesehen gehabt. Das wird sehr interessant, ich freue mich drauf. Mein letzter Strandurlaub war 2022, dazu hatte ich auch ein Vlog gedreht gehabt, falls ihr es gesehen habt. Mit diesem Video will ich eigentlich gucken bzw. euch zeigen, ob es besser ist in Izmir als in Antalya, welche der beiden Regionen halt besser ist. Ein weiterer Grund für dieses Video ist natürlich, ich finde, man findet immer wenig Material, wenig Informationen im Internet über die Hotels oder auch die Stadt. Und ich dachte mir, so ein Video würde eigentlich bestimmt einigen helfen bei der Wahl des Hotels, weil ich habe zum Beispiel drei bis vier Wochen gebraucht, um das perfekte Hotel zu finden. Weil wenn man schon dahin fliegt, will man schon ein gutes Hotel und man möchte es halt nicht bereuen. Und deswegen ist Recherche immer so gut. Deswegen hoffe ich mal, dass dieses Video dann euch besser helfen kann. Und das sind unsere Koffer. Wir fliegen mit Corendon Airlines. Ist nicht das erste Mal, war eigentlich immer solide, ist okay, ist ein Billigflieger, was will man groß erwarten. Also, man hofft einfach nur, dass man heile ankommt. Unser Flug geht mitternachts von Köln aus und wir sind dann 4 oder 5 Uhr in Izmir in der Früh. Haben extra so gebucht, damit man direkt in der Früh starten kann und ja, unser Rückflug ist sogar abends, beziehungsweise nachts sogar, damit man den Tag auch noch genießen kann. Ich fliege mit Semir zusammen, aber der hat mich gerade hier allein gelassen in Krefeld, weil er sein Auto abgeben muss. Ja, hier stehe ich mit den Koffern und warte auf unser Bus, weil der Zug ausfällt. Sehr schön in Deutschland. Ich werde euch außerdem auch noch mitnehmen, was man so 2-3 Tage in Izmir so machen kann, Stadt und Sightseeing und Foodspots, weil ich bin ja ein richtiger Foodie und Essen ist richtig wichtig. Ich habe mir schon ein paar Sachen so rausgesucht, jetzt nicht so viel für die 3 Tage, aber bleibt gespannt, mal gucken. So schönes Krefeld. Oh, da kommt Semir. Sag hi.
Next station, Gazi.
So, das ist unsere Suite. Hier ist das Schlafzimmer mit Bett und einem richtig geilen Whirlpool. Einfach im Zimmer. Und zusätzlich ein großes Bad. Handtücher, Föhn. Eigentlich alles, was man braucht. Und eine Dusche. Richtig nice. Was ist das für ein Schrank? Ah. Oh, das sind sogar Bademanteln. Nice, nice. Auf jeden Fall. Richtig cool. Fernseher. Und im Kühlschrank. Und wenn man rausguckt, ist hier ein Bahnhof direkt. Also eigentlich kommt man auch sehr gut vom Flughafen direkt hierher. Bloß wir sind ein bisschen zu früh angereist und da fuhr die Bahn noch nicht. Deswegen sind wir 10 Minuten gelaufen von der Haltestelle Hilal. Und ja, sehr interessant. Wir durften schon früher Check-in machen. Statt 14 Uhr. Und das ist schon richtig nice. Kann man schon mal frisch machen.
so, es gibt jetzt einen Taste-Test. Geile, weiße Schokolade mit einer typischen Süßspeise. Mal gucken, wie es schmeckt. Schmilzteig. So 1 bis 10. 7? Boah, ich würde 9 sagen. Ich glaube, es hat Ähnlichkeiten zu Dubai-Schokolade. Wegen dem Kadaif. Geil. Thank you.
Nächster Geschmackstest, diesmal Choconut Baklava. Noch nie probiert. Mal probieren. Kann man machen, ist aber nicht irgendwie. Boah, ist das süß. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich vorher schon so viel Süßes gegessen habe jetzt. Ich finde es irgendwie süßer. Aber ja, kann man machen. Was war günstig. Genau so. So, ich habe jetzt was Neues entdeckt. Taste Test geht weiter. Und zwar habe ich das hier geholt. Wieder etwas mit Pistazie. Boah, sieht schon mal geil aus. Viele knackige Pistazienteile. Und ein Waffel. Richtig geil. Mein erstes Sushi-Stück, Dürre.
Ne? Ja. Die Soße, also diese Gewürze oder was es ist. Morgen, heute der zweite Tag in Izmir und ja, die Nacht war gut. Gut geschlafen und es ist jetzt 9 Uhr. 8 Stunden habe ich geschlafen. Jetzt gehe ich dann gleich runter zum Frühstück. Etwas kaputt. Wir sind gestern 40.000 Schritte gelaufen. Ich glaube, das ist mein persönlicher Rekord. Kann man machen. Wir sind echt viel gegangen. Ich versuche mal das in meinem Map mal darzustellen, wo wir alles waren. Und ja, haben einiges gesehen gestern. Einiges zum Essen probiert. Zwischendurch zu den Supermärkten gegangen und geguckt, ob es neue Snacks und so, die man so probieren könnte. Das hat man gemacht. Und ja, heute ist der zweite Tag. Heute haben wir geplant, koreanisch essen zu gehen und ein paar andere Sachen zu tasten, die man so sieht. Und heute gibt es dann einen Hammam-Tag in so einem historischen Hammam. Das muss ja auch sein. Und ja, mal gucken. Aber ich glaube, heute gehen wir weniger als 40.000 Schritte. Und ja, jetzt wollte ich euch mitnehmen zum Frühstück. Der Reinigungskraft gerade gequatscht. Ja. Wir sind im dritten Stock. Zum Frühstück geht es im Erdgeschoss. Das dritte. Und hier so Teller, da gibt es Wurst, Käse, Gemüse, Aufstrich, Salat. Aufsicht. Eier. Die sind voll lecker und das Brot ist sehr frisch. Also ist ein Teller. Dann fülle ich mal meinen Teller auf. So, mein Frühstück besteht aus Tee, Brot, Honig, Butter, gebratene Gemüse, Salatstück, keine Ahnung, wie man das nennt. Dann so drei verschiedene Käsesorten, ein Salami drunter und irgendwas gebraten. Ich weiß nicht, ob das Würstchen ist oder. Ich glaube, es ist Würstchen. Ja, gebratene Würstchen. Also ich muss sagen, ist okay, aber bei einem 4-Sterne-Hotel erwartet man ein bisschen mehr Auswahl. Die haben auch Tee, typischen Tee.
haben, man hat das möglichst, also Brot, Butter. Was mir so fehlen würde, wäre noch so Teller, Schokoaufstrich. Kaffee würde mir fehlen. Die haben hier nur so Kaffeepulver, also Granulat mit Milchweißer, Kaffeeweißer. Aber mag ich nicht. Sonst haben die frisches Brot, richtig gut. Wie gesagt, Butter, Marmelade haben die ja. Aber im Frühstückssaal ist auch viel, also es ist wenig groß. Kaum Menschen. Vielleicht liegt es auch daran, dass das sich vielleicht nicht lohnt. Aber so Kleinigkeiten wie Kaffee und so wäre schon wichtig in meinen Augen. Aber wenn man so richtig frühstücken möchte, wir haben an der Promenade viele Läden gesehen, Restaurants, die dann so Frühstück anbieten. Das ist für pro Person 52. Also für zwei Leute 500 Täler. Also preislich geht das auch für. Und ich glaube, man hat dann besseren Auswahl. Obwohl, es geht, glaube ich. Nicht viel anders. Aber man kann da bestimmt mehr so dazu bestellen. Ich glaube, ich würde das eher empfehlen. Als Frühstück wichtig für euch. Eigentlich ist Frühstück nicht so wichtig für mich. Ich trinke eigentlich nur Kaffee am Morgen. Aber ich wollte das mal so machen. Für euch. Was ich noch sagen kann, das Personal hier ist richtig zuvorkommend. Falls dir was fehlen sollte, sieh schnell und bringen dir das. Dort habe ich noch mal einen zweiten Deckel gebeten. Haben die sofort gebracht. Und was noch? Die Reinigungskraft war super lieb. Hat mir Sachen gebracht, die ich gebraucht hatte. Und ja. Also, sie sind richtig nett. Ich meine, allein schon, dass wir gestern um 6 Uhr einchecken durften, anstatt um 14 Uhr. Das war für uns Gold wert, weil wir waren die ganze Nacht unterwegs. Das war echt schön. Ich glaube, wäre es nicht so gewesen, wären wir gestern anders kaputt gewesen. Richtig cool. Mal gucken, wie der Tag so wird.
aber uns das braucht nicht. Ja, stimmt. Ich frage mich natürlich auch so, was die denn anhaben. Ob wir dieselben Gäste mehr anhaben. Also IKEA und Forum Brunova.
Ja, ne? Zweiter Tag Izmir ist zu Ende und morgen fahren wir dann nach Kuşadası zu unserem Strandhotel Liberty und es wird dann im zweiten Video, im zweiten Part sein. Dann nehme ich euch dann mit, wie das Hotel so ist und ja, es wird bestimmt interessant. Ich bin sehr aufgeregt, ich habe sehr viel Gutes gehört. Es ist ja auch ein neueres Hotel. Und ja, kurz zu Izmir. Es ist eine schöne Stadt. Ich mag es vor allem an der Promenade zu laufen. Vor allem, wenn es dunkel ist auch oder Sonnenuntergang. Es ist sehr schön. Auch bei warmem Wetter ist es angenehmer, dort zu laufen, wegen dem Wind. Es gibt viele Essensmöglichkeiten und verschiedene Bereiche, also verschiedene Straßen, wo mehr los ist. Ein paar haben wir entdeckt und auch im Video so gezeigt. Ein paar Foodspots ausprobiert, nicht alle geschafft leider. Sightseeing haben wir auch nicht alles geschafft. 2,5 Tage war wohl nicht genug, aber wir freuen uns eigentlich umso mehr auf Strandurlaub, weil bei Stadttrip muss man immer so viel gehen, viel erforschen. Und im Strandhotel geht es eher ums Entspannen. Und das, glaube ich, brauchen wir jetzt mehr. Heute hatten wir aber noch ein paar Straßen gehabt, wo gar kein Licht war. Das war ein bisschen creepy, aber wir haben es schnell rausgeschafft aus der Dunkelheit und raus in die Menschenmenge, wo wir uns ein bisschen sicherer gefühlt hatten. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich mehr sagen soll. Falls ihr Fragen haben solltet zu Izmir, zu dem Trip Izmir, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Falls ich es beantworten kann, werde ich es tun. Oder vielleicht gibt es auch andere, die sich besser auskennen in Izmir und dann darauf antworten können. Und falls ihr mehr Tipps habt, was man sich vielleicht noch anschauen hätte können, könnt ihr es auch gerne schreiben, weil ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir in Izmir sind. Ja, ich gehe jetzt zurück zum Hotel, noch ein bisschen Reste essen und mich hinlegen. Morgen früh aufstehen und fertig machen. Nach dem Frühstück wollte ich noch ein paar Erledigungen machen. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Und ansonsten mache ich dann im zweiten Part weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da.
Falls ihr mehr sehen möchtet, lasst ein Abo da und teilt es gerne mit Leuten, die eventuell nach Izmir fliegen wollen, falls sie Tipps brauchen. Ich finde immer solche Videos sehr hilfreich. Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Video.